So, mal ganz ehrlich. Wer von euch mag kein Blumenkohl? Da gibt es wahrscheinlich einige. Aber ich werde euch jetzt gleich mal eines Besseren belehren, weil ich werde ein Blumenkohlpüree machen, schön mit Parmesan und dazu einen Tandoori-Lachs. Ja? Ihr nehmt den Blumenkohl und schneidet ihn einfach, schaut aus wie Gehirn, ja? Und schneidet ihn einfach so, so kleine Stücke, ja? Völlig unkompliziert. Und der Blumenkohl kommt dann in heißes Wasser, zack, das muss kochen, oder eben auch gleich in eine Brühe. Wenn ihr aber keine Brühe habt, dann kann man gut und gern mal so eine Instant-Brühe nehmen. Ja? Das ist so eine Bio-Brühe. Ja? Einfach Gemüse, ein bisschen Salz, ja? Das kommt dazu. Und schwuppdiwupp haben wir die Brühe. So, und jetzt den Blumenkohl in der Würzbrühe weich kochen. Das dauert ein paar Minuten. Ja? So. 8 Minuten, würde ich mal sagen. Der muss richtig schön weich sein und die Flüssigkeit, die muss verdampfen. So, und nun zum Lachs. Ein Tandoori-Lachs, meine Lieben. Und da kauft ihr Folgendes ein, eine Tandoori-Paste. Gibt es in jedem Supermarkt. So, und da brauchen wir ungefähr einen Esslöffel. Also ein Esslöffel Tandoori-Paste. Und zu dieser Tandoori-Paste, so machen es die Inder. kommt Joghurt dazu. So, 2 Teile Joghurt, 1 Teil Tandoori-Paste. Dann kommt da ein bisschen Salz dazu. Und das Ganze wird jetzt schön aufgerührt. Joghurt, Tandoori-Paste, Salz. Alright? Meine Lieben, keine Hexerei. Und jetzt zum Lachs. Richtig schönes Lachsteil. Ja, frisch. Frisch aus dem Supermarkt. Zack, da kommt die Haut runter. So, wenn man knapp über der Haut schneidet, kann man die ganze Haut schön wegschneiden. So, und jetzt kommt der Lachs in diesen Tandoori-Joghurt. Wird mit dem Tandoori-Joghurt schön bedeckt. So. Und dann kommt das ganze Ding in eine Pfanne. Und dann kommt der Lachs in den vorgeheizten Backofen, 180 Grad würde ich mal sagen, so 6 Minuten. Okay? Blumenkohl ist weich. Der Lachs ist schön vorsichtig gegart. Und jetzt kann er auch. Freunde der Nacht. Wir brauchen Parmesan. Den richtig frischen, besten Parmesan. Und zwar ordentlich. Ja? Also nicht nur so ein bisschen, sondern ordentlich. Also richtig schön viel Parmesan. Und jetzt kommt der Blumenkohl mit ein bisschen Brühe in so einen Mixbecher. So, rein. So, und jetzt Pürierstab. Parmesan rein. Blumenkohlpüree mit Parmesan. Sehr gut. Dann ein paar lecker Pinienkerne und die werden in der Pfanne jetzt angeröstet. Ja, zack, rein. Richtig schön viel. Und im Prinzip war es das eigentlich schon gewesen. Ja? Der Lachs ist ja fertig, der Tandoori-Lachs. Das Blumenkohlpüree, schwieriges Wort, ist fertig und schmeckt sehr fein. Einen schönen Teller. Schön was von dem Püree. Auf das Püree. Oh, heiß, heiß, heiß. Kommt der Lachs. Und um den Lachs kommen die gerösteten Pinienkerne. So. Wahnsinn. So, und dass das Ganze noch schön ordentlich ausschaut, habe ich hier so ein bisschen so eine leicht
scharfe Paprika, so eine Mischung zwischen Paprika und Peperoni. Das schaut auch gut aus, gibt so ein bisschen Crunch. Sau gut, meine Lieben. Und jetzt werde ich euch noch ein bisschen Appetit machen. Kommt mal ganz nah ran. Achtung, ich mache mal den Lachs so auf. Sieht man das? Boah, der ist super saftig. Und schmeckt lecker. Meine Lieben, hättest du Schnitzelzettel nachkochen.